Hands up, then we gonna drop. Fahrt der schon zu der ersten oder jetzt was? Der Bus gehört dir. Hätte ich auch gesagt, schau, dass du aussteigst, weil sonst glaubt sich der ganze Mal die Läufel lang. Wir fahren zur zweiten, passt? Mit meinem Lieblingsbus, weil ich bin ein Fan von meinem Doppeldecker. So! Alter, wo fährt denn der Bus gleich gerade spazieren? Wie viel Zeit habe ich? 25 Sekunden. Ich muss umdrehen, auch nicht schlecht. Ich muss jetzt den ersten Bus halt. Highland Park, ja klar, Alter, das geht jetzt. Ma, ich hab's schon wieder vergessen. Jedes Mal passiert das Gleiche. Ich hab die Zeiten vergessen. Alter, irgendwas vergiss ich immer, ich bin so dumm. Kein Kommentar, Leute, kein Kommentar, dankeschön. So, Routenplanung war halt auch nicht schlecht. Ich würde ja gern mal hier rauf wandern, aber mit dem Bus ist es so komfortabel. So, Zahltag. $60,000. Sehr fein. Passt so. Jetzt fahren wir die erste Tour und wir haben schon vollen Verzug, aber hey, geht um nichts, ne? Probieren wir unser Glück. Der Feinzerstörer hat sein Geschenksabo verlängert, Leute. So schaut's aus. Und nochmal danke für den geilen Hype-Train heute wieder, Leute. Was? Es fehlt noch einer, dann gangert schon wieder Hype-Train. Ihr seid so gestört, Leute. Aber ihr müsst keinen Start. Zwei Leute, Justin und der F1 haben verlängert. Ihr seid so gesenkt. Ich küsse eure Herzen wirklich, Leute. Ehren-Community. Wie viele Leute schauen jetzt dazu, nachdem ich gerade 10 Minuten Tour eingestellt habe? 149. Naja, ich sage es nicht wieder ein bisschen hoch. Aber das macht nichts, Leute, ich küsse trotzdem eure Herzen. Aber dass heute schon mal 200 Leute da waren, abartig. Ah! Alter, jetzt habe ich eine Strafe kassiert, aber nur 1000, dann jetzt habe ich du 40.000 an einer Haltestelle. Na, guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr Krebs als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Ich muss jetzt einmal schauen, dass ich da rumkomme. Der Holy, fährt der noch immer mit dir mit? Ja. Shelly, hi! So, ganz ruhig da, ganz ruhig. Und ich hoffe, ihr klebt es wieder alle fleißig. Weil jetzt fahren wir in die nächste Stadt. Ah, wir fahren. Oder wir fahren gegen ein Auto! Na klar, habe ich ihn wieder berührt. So, boah, jetzt bin ich falsch gefahren, nur wegen dir. Hä, wo. Ich habe mir gerade voll das Hemd ausgezogen. Ich muss zur ersten Bushaltestelle, verdammte Scheiße, ich bin schon 2 Minuten 30 im Verzug. Der Bruder von Nordkorea, die Diktator, ist früh verstorben, kam Jungen. Aha. Leute, komm los, das mit eure Flachwichse. Flachwitze, jetzt bitte verkraut's mal meine Zuschauer. Das will doch keiner lesen, was ihr da reinschreibt. Probiert's ja mal was, eine Konversation zu führen. Ab und zu mal ist ja okay, seit einer halben Stunde alles mit Flachwitze zu spammen. Wirklich? Babst du voll. Jetzt hab ich mit dir meinen Zaun geführt, du Kasperl! Was tust du da? Warum kannst du einmal so normal fahren? Nee. See you off, danke für deinen Follower! Bin ich denn auf der Karte? Warum blick ich das nicht? Grüße aus Graz, sehr schön. Busfahrsimulator ist nicht gerade im Babst zur Stärke, ne? Der Holy sitzt einfach nur drin und schaut zu, auch nicht schlecht. Ja, der lacht sich gerade schlapp, das weiß ich jetzt schon. Alter. Okay. Das sind ja alle Komiker. Warum starte ich eigentlich mit der zweiten? Das soll mir mal wer erklären. Da starte ich jetzt, okay? Ja, mir ist es recht sein. Freut mich. Ja, ich hab die gesehen.
Außer mit euch. 4 Minuten in Verzug, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinen erzählen. Jesus. Morgen, Robert. Habt ihr schon 20 ohne Karte erwischt? Ja, wenigstens was. Gebt so gerne ein bisschen Kohle. Sie blockieren die Tür. Jetzt blockiert schon wieder einer die Tür. Ich rost aus. Ich eh keine Zeit. Oli, komm zu mir im Bus, weil genau für solche Sachen brauche ich wen. Kannst du bitte aufhören? Kannst bitte die Gauschen halten, das interessiert mich nicht. So, wie viel haben wir jetzt da? Immer 3 Minuten in Verzug, das kannst du keinem erzählen. Alter Schwede, ich bin kein geborener Busfahrer, das gebe ich offen ehrlich zu. Welche Getränke trinken? Mate, das ist die Leute mit einer Flachwitze, das ist so spannend. Ich brauche gar nicht mal in den Chat schauen. Das sind nur Flachwitze, die was ich alle nicht witzig finde. Egal wie gut du schläfst. Fahrkarte. Na klar, hier. Fahrkarte. Oh, ach ja, jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Bus fahren kann. Zu viel Verantwortung. Ich kann jetzt wenigstens einige Leute aufnehmen in meinem Bus. Die Reaktion der Menschen in Greenwood auf die neue Route war überwältigend. Jetzt müssen wir unser Streckennetz noch weiter verbessern. Gelenkbus kaufen. Bessere Haltestellen. Was ist? Das alles trägt zum Aufbau einer soliden Infrastruktur bei. Sehr geil. Verbessern Sie die Stufe auf Greenwood auf 2 und einen Gelenksbus müssen wir kaufen. Ja, dafür brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch mehr Kohle. So, alle da, passt. Machen wir nicht. Johannes, servus, mein Freund. Der Hype-Train leider nicht gestartet, aber das macht nichts, Leute. Ich küsse eure Herzen, dass ihr jeden Tag da seid. Liebe geht raus. Ein Fahrgast muss aussteigen. Ihr wollt es mir ja jedes Mal. Bist du draußen? Passt. Ich bin ja eh nur voll in Verzug. Passiert ja keinen mehr. Na, Johannes, der andere Johannes. Ich habe jetzt den Johannes 17 gemeint. Der ist schon ewig dabei. So, dann fahren wir auf die kleine Insel. Und dann müssen wir durch umfahren, oder? Das wird lustig. Warte, der bläst es fast nicht da auf. Wie schnell? Mit 50. Ich bin nur 50. Wie lange haben wir? Ach, 2 Minuten 30 schon wieder. Es tut so richtig weh. Ich so Blinker gesetzt, obwohl gerade ausgefahren. Stimmt mir nicht. Ich bin da oben gefahren. Das Spiel weiß ich auch nicht, warum du den Blinker setzen sollst. Furzi, danke für deinen Follower. Wie geht's da? Moin. Servus, Kev. Der Bus ist wieder witzvoll. Dein Bus? Ja. 2 Tage schon wieder. Ja, da muss ich sagen, Gott sei Dank, dass ich jetzt viel Platz habe. Wie viel Kohle gibt's wieder? Oh, fast 70.000, das mag ich. Keiner passt, sehr gut. Alle eingestiegen. Ja, 3 Minuten schon im Verzug. Ganz hurtig. Das war jetzt knapp. Aber ohne schon, Alter, weil ich einfach ein Hero bin. Alter, ihr Busfahren studiert, Alter. 18 Semester Busfahren, da schaffe ich sogar Kurven, ohne dass ich andere Verkehrsteilnehmer schädige, oder? Schaffst du heute noch einen eigenen Bus? Ja, wenn wir so gut zahlt kriegen, ist es noch möglich, ja? Einen eigenen Gelenksbus zu holen. Oh, Blinker korrekt gesetzt, mein Dankeschön.
Aber ich muss sagen, Alter, erstens, das Lenkrad ist geil, zweitens, der Simulator macht irgendwo echt Laune. Ich kann mal Wuder auslassen bei den Arschlöchern, was da im NPC spielen. Der winkt schon wieder. Zu spät? Ich weiß, dass ich zu spät bin, weil die Leute alle immer 3 Jahre brauchen. Will irgendwer Karten? Ich hoffe nicht, oder? Bitte nicht. Ich hab keine Zeit. Ja, klar. Wenn ich keine Zeit habe, bitte einfach um eine Karten fragen und am besten gleich 20 Euro Trinkgeld haben wollen. Trinkgeld, sag ich, Retourgeld, ne? Weil dann. Bist du gerade bei uns, Papst? Nee. Also, ich hab nur noch einen Bus gesehen. Nowhere. Hopp. Sehr gut. Machen wir schon. Wie viel Zeit? 1 Minute 57 noch immer im Verzug. Das ist ja nicht normal. Ja, wir bleiben eh steil. Alter, Blitz ist auch da vorne. Nicht schnell werden, weil sonst haben wir gleich wieder eine Strafe. Oh. So, aussehen, der läuft schon. Der, also, das ist der Holy. So, Leute, so schaut's aus. Wer braucht denn schon wieder Karten, Alter? Schade, dass das nicht auch gleich der Kontrolleur kassieren kann, Alter. Ja, mach ich schon. Tageskarten, Dankeschön. Was hätten sie gern? So mag ich das. Kein Wechselgeld, Alter. Kein Restgeld. Was? So feier ich das. So, geht schon wieder. Was außer da? Was für die hast du denn schon wieder zugemacht, Holy? Also. Der kann nur die vordere zumachen. Was ist denn jetzt da? Mei, steht einer hinter dir, Holy! Jedes Mal, wenn ich mir denke, Alter, jetzt habe ich Zeit gut gemacht, ist irgendwas. Jedes Mal. Wie viel habe ich jetzt wieder? Noch immer 1 Minute im Verzug, Alter. Das geht mir schon so am Arsch. Wie willst du da fett Kohle machen, wenn sich die Leute alle anrühren, dass man zu spät ist? Alle Koschinski, der Busfahrer, sagen, kenne ich nicht. So, meine Damen und Herren. Eine Durchsage von euren heutigen Busfahrer auf der Route 4 zwischen Gehen, Arsch und Trübstrü. Euer heutiger Fahrer ist Makler 93, darf sich nicht täuschen, wenn es euch vorkommt, als würde er irgendwas zusammenfahren. Er ist ein Vollprofi, er weiß, was er tut. Kleine Blechschäden sind natürlich einkalkuliert, für sowas hat man Vollkasko. Ich hoffe, ihr habt einen einigermaßen angenehmen Tag und habt eine einigermaßen angenehme Reise mit unserer Buslinie Erdapfelklauber für Arme. Bei jeglichen Beschwerden, die was eh keinen Schwanz interessieren, wendet euch bitte schön an den den Fahrscheinkontrolleur Holyman. Er hört euch sowieso nicht zu. Danke, das war die Durchsage. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche auch gleich was, Alter. Ich brauche keine Tabletten, wenn mich noch einer wegen einer scheiß Fahrkarten fragt. Krippen! So. Normale, einfache Ausdrucke. Immer das verschissene, dreckige Wechselgeld. Es geht mir so am Arsch. Hopp, weiter. Noch irgendwer. Du sollst mir nicht deinen Schwanz sagen, du sollst weitergehen. Und jetzt? Holy, da blockiert schon wieder einer seinen Stein. Alter, was ist denn los? Was willst du, Alter? Willst du Autogramm oder was? Ja, ich bin der aller Echte. Geh in Arsch, du Cowboy! Alter, haben die einen Schlaganfall gerade? Stehst du da irgendwann im Weg, Holy? Was staut sind da gerade? Der kann ja dem Weg stehen, die Leute laufen da durch. Ja, und wieso stehen da jetzt alle deppert da, Alter, und schauen mit dem Arsch auf die Uhr? Die wollen stehen? Weiß nicht. Ich kann die Tiere noch nicht zumachen. Jawohl. Gottes Willen, Alter. Was, so komm ich nie weiter.
Geh weiter, Cowboy, Alter, weil sonst mach ich ganz normal einen Roundhouse-Kick in deine verschissene Fressen. Dass dir wirklich in Zukunft jegliche Form von Eisbesteck der sparen kannst. Dann reicht der Rädel! Uah! Lauf! Das ist nicht normal. So, wieder 2 Minuten in Verzug. Die Schwarzfahrer trauen sich nicht niedersitzen. Auch nicht schlecht. Warum nicht bei mir? Ja, du kannst das probieren. Der einzige Vorteil... Ficken! Der einzige Vorteil, was du hast, wenn du bei mir schwarz mitfahren willst, ist, du da sparst in Zukunft deinen Zahnarzt. Weil ich da ganz einmal die Kauleisten eintreten werde. Dass nichts mehr da ist, ich bin heute schon ein bisschen im Sprachdurchfall. Wofür es sich lohnt, noch zum Zahnarzt zu gehen, verdammte Scheiße, Alter! Was die Dummheit von den NPCs verboten, ich sag's euch, 1:1. Schlechte Halteposition, kriegst gleich schlechte Watschen von mir, dass du dich anspeibst. Schaut's, der Solimeter gewinnt's da. So, jetzt steig einmal vorn, wenigstens kein Ei. Aber ich mag den, Gott sei Dank. Alle erin? Das hole ich nie mehr. Ficken! Alter, hast du eine. Ich reiße so lang bei seinem Riesel, dass er sich ganz normal anspeibt, der Arsch. Ah, jeder läuft genau dann drüber, wenn ich wegfahren will, Alter. Ah, Alter, ja, da ist 9 Sekunden, hab ich jetzt plus. Und wir müssen in eine komplett andere Stadt, Babs, das sehe ich dich. Du schaust scheiße aus. Ja, danke schön. Der fährt. So, jetzt müssen wir in die Großstadt. Die Kurven bei dem Game schauen gleich aus und die Autos sind immer die gleichen. So, Chefe, auch Pause. Ja, sehr gut, mach das. Jeder Schwarzfahrer wird dir vom Lohn sagen. Oder gar nicht mehr gehört, siehst du? Er hat ja gar nicht gefragt, ob er nicht rauchen darf, ne? Er geht einfach. Das sind die Mitarbeiter des Monats. Bringt Läufer raus und das raus. Achso, ich sehe auch gerade, ja. Scheinwischer war vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, Alter, erstens auf der Scheibe bleibt eh nichts picken und die Scheinwischer haben beide einen Schlag auf, Alter, einen rechtslustigen. Weil die Alter, da kann ich genauso gut so einen alten Tata, der was nicht seine scheiß Buskarten zahlt, vorn draufpicken soll, erwischen wie Anten mit den Flägeln. So, was schimpft sie Scheinwischer, Alter? Alter, schaut, das ist schon wieder Zeit ein, Bus. Da sind zwischendrin auch Haltestände, was aber nicht benutzen darfst. Wie soll ich das verstehen? Da kommt ihn. So, wir sind im neuen Stadtviertel. Da schau, ist eine Bushaltestelle, kannst du gar nicht auswählen. Hm. Was ist das nah? Was ist was nah? Komm sie, komm sie, komm sie, komm sa. Was für ein Tag, schalalalala. Weil ich mag dich und du magst mich. So wunderbar, schalalala, gen Arsch. Bin wieder da, Richie, sehr schön. Wer noch? Oder kommen die, möchte gern Kreisverkehr. Weil die Amis wissen ja nicht einmal, wie Kreisverkehr funktionieren sollten. Oh, bam. Ah, es war keine Strafe, sehr schön. Ja, ich weiß, dass ich zu spät bin. Gehen wir jetzt nicht am Arsch, aber sonst drehe ich da die Zehennägel ein. Schlechte Halteposition. Was hat denn jetzt schon nicht passt, Alter? Irgendwann. Steig wer ein, ja, hier sicher kommen uns wieder. Braucht wer Karten, Alter, dann soll er sich gleich verpissen. Nein, braucht keiner Karten. Sind schon alle herin? Ja. So, das ist jetzt die Chance, um ein bisschen Zeit gut zu machen. Wie viel Zeit haben wir da jetzt da? 1 Minute 20 schwimmen. Was haben wir jetzt schon wieder? Alter, da war nix! Was haben wir jetzt schon wieder angekratzt? Schlag noch. Mit Mark, das sind ausgeschaltet bei mir, die Schlaglöcher, dass man da Straf zahlt.
Mit Mark Ryan 93 kommt man niemals pünktlich. Servus, Nilpferd. Wie viele Leute schauen sich deinen Scheiß jetzt noch an, was ich heute fabriziere? 147. Ja, das ist auch ein guter Schnitt heute. Ja. Aussehen, hurtig, hurtig, ich brauche auch einen Chick, in meinem Bus. Oder ich hab noch einen der ganz seltenen Raucherbus aus den 90er Jahren. Weil der Busfahrer chickt wie ein alter Sauhund, Alter. Ich nebel das alles ein. Was willst du, scheiß Vorkarten willst, Alter? Ich hab ein Chick in der Pappen, das heißt, ich bin von Haus aus unfreundlich. Ich sag's noch gleich. 3,20 €. Die Tomatenpflanzen auf meiner Fensterbank sehen nicht gut aus. Ich sollte Opa mal deswegen fragen. Ja, nein, ich sag gar nichts. Das sind Informationen, die gehen mir. Na klar, will da noch einer Karten. Es hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn einfach Buchdruck. Passt, so weiter. Komm, geht schon. Danke. So. Sekunden gut gemacht. Hoppartig. Abartigst! Mein Vater möchte, dass ich ihm nachfolge und Bibliothekarin werde. Ja, weil ja so viele Leute heutzutage in die Bibliothek gehen, dann brauchen wir überhaupt nicht rein. Das ist wirklich ein Job mit Zukunft. So, nächste Bus hat da ein Rühmpapst, wimmelt's regelrecht von Blitzern. Sehr geil, da fahre ich rein. 70.000. Sehr geil, ja, schon lang. Wenn wir so weitermachen, geht es halt wirklich noch aus. Dass wir uns noch einen Gelenksbus holen. Dann mache ich auch noch eine Tour, wo das mit integriert ist, dass du auch fahren kannst. Ja, so mag ich das, wenn du. Weißt du was, ich lasse einfach in Zukunft die Tiere fahren. Alter, ich hab den Brain in meinen scheiß Schädel gerade, Alter. Und der kratzt gerade richtig an der linken Gehirnhälfte, Alter. Ich lasse einfach die erste Tier zu, vielleicht kommt dann keiner und will eine Karten haben. Vielleicht steigst du dann einfach alle hinten ein, für was hab ich den Holy mit? Ja, sicher. Ich kassiere weitaus mehr, wenn die einer Strafe zahlen, Alter, und ich hab keine Zeit. Alter, ich bin so brain. Alter, ich hab's gerade studiert. Ich hab das Spiel gerade echt durch. Alter, ich hab's durchgespielt. Wirklich. Ich hab's Leben gerade durchgespielt mit der Idee. Machst die scheiß dir zu, weil sonst mach ich die zu. Ich hab gerade das Leben durchgespielt, ich schwör auf alles. Wir probieren das jetzt einmal, ob es was bringt. Ja. Ich würde so brunzen, wenn's keine Karten, wenn die Leute keine Karten mehr kaufen, weil sie nur noch in die hinteren zwei Tieren einsteigen können. Das war so geil. Wenn der Holy kann die Strafen kassieren, verdiene ich ja viel mehr. Viel, viel mehr sogar. Chefe, bleib stehen mit dem Bus. Wieso? Hast du rausgeschmissen. Chefe! Ja, dann tu weiter. Bahn einsteigen, schnell. Es regnet. Ja, dann druck ich das nächste Mal einfach Kontrolleur wieder auf meiner Tour, dann brauch ich nicht wieder Zeit verlieren. Gestern hatte ich eine, da haben sie nicht kontrolliert. Ich habe meine Hausarbeit rechtzeitig abgeliefert. Gott sei Dank. Alter, wir haben uns halt schon so im Verzug, 50 Sekunden. Wie oft wollen Sie mir denn noch sehen? Das war übrigens gerade der Günther. Der Günther ist nicht die hellste Leuchte in meinem Kronleuchter, aber er weiß zumindest, wie er Vorkarten ausschaut, also kann es kontrollieren. Aber ich bin froh, weil ich krieg für einmal Förderung vom Staat, also ich muss nicht einmal 20% von seinem Gehalt aus eigener Taschen zahlen. Gell, Günther? Also er kann auch nicht viel rein, er kann nur Chefe sagen. Einsteigen. Chefe? Pick dich! Haben wir einen schwarzen Fahrer hier gehabt? Ist eine gute Arbeit, mein Freund, ist eine gute Arbeit. Kriegst du einen Keks? Keks? Jawohl, Keks. Oder? Ah, ficken, Alter, wie sollst du mit der Bus heute gescheit zugefahren? So, jetzt probieren wir den Brain, was ich jetzt da geplant habe. Schaut's her, wir machen jetzt nur die hinteren zwei Tieren auf und schauen wir mal, was passiert. Ja, sie gehen zurück, das ist schon mal sehr fein. Ich kann selber die Buskarten, glaube ich, nicht beeinflussen, die Preise. Alter, es ist viel geiler, es ist viel geiler. Kommt da jetzt irgendwer und will Karten kaufen? Nein. Seht's? Alter, einfach. Ich hab gerade das Spiel gerade durchgespielt. Wenn ich im Verzug bin, einfach die Leute nur noch hinten einsteigen lassen. So ist halt Strafzahlen, meine Güte.
39 Sekunden. Gut, Chefe, pack ihn raus aus dem Auto. Was tust denn du die ganze Zeit? Der Papst ist noch nie rausgeflogen aus einem Bus. Bin ich auch schon, bin ich auch schon. Dann setz dich halt wohin da mal, Alter. Bist du rein? Ich sag's euch, der Günther, wie gesagt, nicht die hellste Leute. Eigentlich verbraucht er nur Sauerstoff in meinem Bus, aber ich hab ein Herz für Tiere. Wo ist der Schwarzknopf? Ich hab dir echt ein bisschen blöd gesetzt. Alter, schau, dass dein Haverer die Kopfhörer fressen lässt, weil ich druck's ihm durch die Augäpfel durch, dass sein Hirn zum Jucken anfängt. Danke. Chef, ist meine 90 Jahre alte Dame. Ist mir wurscht, Alter. Dann passt's ja, dann soll's hier nicht wieder mal jucken. Der vergisst den Bus zum Senken, mir wurscht. Schaut's, dass er rausgeht, dann braucht's gar nicht probieren, vorne aussteigen. Ich hoffe, das hat auch wer geklippt. Einer. Alle herin, passt. Wie viel Zeit sind wir jetzt noch im Verzug? Alter, noch immer eine halbe Minute im Verzug. Wurscht, da vorne ist schon die nächste. Jetzt steigen die Autos schon auf der Bus. Ich trage euch ins Knacko, Alter. Schaut's, dass Meter gewinkt, aber danke. In absenkender Parkposition gefahren. Du kriegst eine absenkende Tätschen von mir, Alter. Aussehen und einer, und zwar schnell. Wir müssen wieder Zeit gut machen. Bevor. Na, kommen wieder Leute. Haben wir jetzt Zeit gut gemacht einmal wieder? Jawohl, 2 Minuten 50 gut gemacht. Also, wir fahren ja schon wieder ganz zurück um mich, Alter. Gottes Willen. Aber endlich einmal bloß vor der Zeit her. Noch ist eine Weile durch, oder? Caso zu Lim, servus, ich fahr ein wenig, ich bin ein bisschen betrunken. Oh, Arrival, oh, griechischer Wein ist so wie der Stuhl der Erde, stinkt wie ein Schwein. Und wenn ich mal hungrig werde, nasch ich daran, wenn ich wieder träume von Fäkalien. Du musst jetzt gehen. Ich muss sagen, eine super Parodie eigentlich für das Lied. Hey, pfui Zoratia, du bist ja nur empfindlich. Hey, Alter, jetzt müssen wir eh schon Insekten fressen, Alter. Du musst dir das angewöhnen, die Empfindlichkeit. Bani, danke für dein Follower. So, Leute, wir haben jetzt noch 1 Minute 25. Mir juckt die linke Arschbacken, Alter, und ich mache mal eine kurze Durchsage. Einen wunderschönen guten Tag an die verehrten Fahrgäste, die was mit unserer heutigen Linie mitfahren, und zwar die Linie gehen Arsch du dumme Sau. Ich hoffe, ihr habt eine halbwegs angenehme Fahrt bis jetzt hinter euch, und auch in Zukunft jegliche Blechschäden, die was während dieser Fahrt entstehen, zahlen die Vollkaskoversicherungen unserer Busse. Ich hoffe, ihr habt alle nichts Falsches gegessen, wenn man einer irgendwo hinspeit, 3 Jahre bis Knacker. Danke, dass ihr zugehört habt, geht's alle in Arsch. Oh, Salle Bremse, ich fahr mit Bus, wenn du stehen im Weg, ich schieben muss. Was ist? Fahr weiter, aber hä? Hey, es ist grün! Ich muss eigentlich da rechts um mich, gell? Ich hoffe, dass der jetzt so gnädig ist und mich reinlässt. Ja, auch ein Busfahrer kann sich einmal verdauen, Entschuldigung. Ja, wir sind noch im Plus, wir sind noch im Plus. Nicht viel, aber wir sind noch im Plus. Mit der Zeit, meine ich. Wehe, ihr klippst's nicht, alle Leute. Ihr müsst's klippen.
Ich schwör fest. So, ich lasse euch jetzt auch wieder nur hinten außen einsteigen, weil ich muss weiterkommen. Jawohl, Kohle, was gibt's? Was gibt's jetzt da? Post 90 km/h, echt? Ich hab's gar nicht geschaut. Oha, jetzt kriegen wir wieder fette Kohle. 74.000, sehr fein. Jetzt fahren wir die Tour noch fertig, dann lassen wir mal den Holy ein paar Meter fahren, damit ich mal in die Garage kann. Holy, da steht schon wieder einer in der Tür. Jo, Chefe. Ja, bis du aufstehst, ist der auch schon eingeschlafen. Da steht er, oder? Chefe, da steht ja keiner. Bei mir schon, schau mal auf mein Bild. Nein, Chefe, da steht ja keiner. Ach so, keiner, Mann, der ist gesessen. Ich bin so blöd. Jetzt Sekunden mit dem Verzug, wir haben noch 3 Haltestellen. Eine Haltestelle, Entschuldigung. 2 Minuten bloß, sehr gut. Ach, Clips Racing Gamer, das freut mich. Liebe geht raus. Ein Fahrgast muss aussteigen. Du kannst ganz normal klein, ganz mit meinen Fingerknöchel putze ich da jegliche Form von Karies aus deiner Kauleisten aus. Mach da keine Sorgen! Komm her! Danke, Chefe. Bist schon wieder steil geblieben. Ma, los der Zeit, du Dominus! Hatte keinen Stress. Nein, der hat überhaupt keinen Stress, Alter. Und wogelt mir den Arsch wie ein Post raus. Danke. Wie viel Kohle haben wir denn? Ich lasse jetzt einfach in Holy nach der nächsten Haltestelle weiterfahren, dann kann ich das mal kurz durchkalkulieren. Eine Minute 20. 315.000. Oh, muss ich mal schauen, was der nächste Gelenksbus überhaupt kostet. Deswegen lasse ich kurz in Holy weiterfahren, damit ich noch einen schauen kann. Und dann steige ich wieder zu beim Holy. Hands up, then we gonna drop.